Naja, man kann immer in der Rückschau, wenn es gut gegangen ist, als wichtigste Entscheidung bezeichnen. Es war auf jeden Fall eine, die Christoph Freund getroffen hat, die sehr, möchte ich sagen, mutig war. Weil wir wissen, dass Marco Rose zwar in der Youth League sehr erfolgreich war, die auch gewonnen hat, aber natürlich ist es mit gestandenen Profis noch um einiges schwieriger, erfolgreich zu sein. Und er hat sich dennoch für Marco Rose entschieden, Christoph Freund. Und diese Entscheidung stellt sich eben heraus als goldrichtig, weil was Marco Rose in dieser Saison mit dieser Truppe gemacht hat, ist ja nicht nur schön Fußball spielen, das können ja schnell Mannschaften, sondern auf einem höchsten Level erfolgreich zu sein. Stichwort Euroleague. Deshalb sage ich, wenn wir Marco Rose nennen, dann müssen wir auch Christoph Freund nennen, der diese Entscheidung getroffen hat. Und der Erfolg gibt ihm recht. Sie nicken, Oliver? Ja, na, unglaublich, was er geleistet hat. Das ist alle Ehren wert. Aber man darf auch die Staff im Hintergrund nicht vergessen, mit Zickler, Aufhauser und vor allem Arene Maric, die halt, glaube ich, extrem gut zuarbeiten und das ganze Trainerteam eben auch vervollständigen. Und es ist, ja, man kann sie nur zu Tode loben heute. Es ist großartig, was sie geleistet haben. Nicht nur national, sondern eben auch international, wie sie uns unser Land vertreten haben. War schon großartig. Und das Auftreten von Marco Rose ist, ja, zeigt schon von besonderer Qualität als Trainer.